Leute, willkommen zum schon 25. Part von unserer Pokémon Sonne Wonderlock. Und ohne groß zu reden geht es eigentlich direkt los, denn wir haben hier zuletzt gespeichert, weil da doch noch eine Menge Kämpfe auf uns zukommen, hat es für die letzte Folge nicht mehr so ganz in die Zeit gepasst. Und ja, Team hat sich nicht groß geändert, könnt ihr eigentlich immer am Layout sehen, solche Team Recaps sind eigentlich wirklich nur nötig, wenn man irgendwie so große Veränderungen hat. Aber wird jetzt erstmal nicht so sein, weil wir hier drin auch, denke ich mal, keine neuen Pokémon finden werden. Jedenfalls möchte uns die Aether Foundation hier ein bisschen zusetzen. Hat auch schon Level 37er. Aber ich glaube doch, gemeint zu haben, dass unser Knarksel so langsam mal hier wegkommen sollte. Denn es ist einfach schon Level 45 so, ja. Es geht einfach schon auf die 50er zu. Ey. Ich weiß, es wird, glaube ich, in 10 Leveln oder so müsste sich dann entwickeln. Aber ich meine trotzdem, ne. Es ist halt jetzt schon wieder 8 Level höher als alle anderen. Deshalb kriegt gleich jemand anders mal Showtime, ne? Sorry dafür. Und ja, wenn alles gut läuft, dann kommt das Video heute noch online. Ich nehme es gerade an einem Montagmorgen auf. Ich hoffe, ihr seid nicht so Leute, die wirklich Montagmorgen so richtig hart hassen. Ich bin da jetzt eigentlich nicht so jemand. Montag ist für mich eigentlich wie jeder andere Tag und damit habe ich keine Probleme eigentlich. Deshalb hoffe ich aber auch mal, dass ich mit den Triple Uploads dann, ich habe ja Highlight der Woche und For Glory und dann eben jetzt noch diesen Part hier mit den Triple Uploads euch den Montag vielleicht versüßen kann, wenn ihr da nicht so Fan von seid. Ich nehme mal wieder wohl nur am Anfang. Ich meine, dieses Level 41, ne, ist jetzt auch, sind es auch nur noch 4 Level bis Level 45, aber trotzdem. Wonuna ist halt einfach cool und die braucht ein bisschen Showtime, würde ich sagen. Und kann mal ein bisschen zeigen, was sie drauf hat. Immer noch sehr schade, dass sie keinen Hagelalarm hat. Die Fähigkeit wird uns definitiv mehr helfen und macht sie ja auch stärker. Also allgemein auch überhaupt nützlicher, weil, naja, Wonuna ohne die Fähigkeit ist jetzt nicht so krass. Das ist ja OU. Trotz der vierfachen Stahlschwäche und so, das ist halt OU wegen der geilen Fähigkeit und den starken Attacken, die es dazu noch erlernen kann. Aber gut, war ja anscheinend eine gute Idee zu wechseln, denn hier haben wir eine Mondgewalt. Zweifach effektiv und ja, radikal und einfach One-Shot, Alter. Easy Money, Mann. Ah ja, das ist doch schön. So will man es sehen. Einfach flawless durchgehen. Und oh, was ohne die Knete? Was labert der? Ich lese es jetzt am besten mal gleich vor. Bei denen jetzt nicht, aber da vorne kommt dann gleich wieder Dialog. Wird ja, echt? Der lässt mich einfach so durch? Oha. Krasser Boy, ich dachte, gegen den letzten müssen wir auch noch kämpfen. Aber okay. Ja, ich bin kein bisschen stärker geworden. Waren all die Tage, die ich gegen die Einsamkeit gekämpft habe, etwa umsonst? Wir kommen einfach so, ich finde das so komisch, wenn wir so laufen, so. Ich weiß, ihr könnt es auf der Cam nicht so richtig sehen, aber, ja. Kein Erbarmen, keine Gnade, ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Guzma. Dem Grünschnabel, da habe ich eine Lektion erteilt, die er so schnell nicht vergessen wird. Ist von zu Hause weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. Ich mochte den Burschen irgendwie, deshalb habe ich ihn für uns arbeiten lassen. Aber alles hat seine Grenzen. Sich gegen die eigene Familie aufzulehnen ist einfach uncool, yo. Ja, finde ich auch. Also muss ich dir zustimmen, ist ziemlich uncool. Und als nächstes bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dornenauge, wie eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Aber heute verpasse ich dir einen Dämpfer. Okay, dann zeig mal, was du drauf hast, lieber Guzma. Zeig doch mal, was du so drauf hast. Und höre ich eine Dusse oder rauscht es so? Vielleicht ist es auch mein Headset, aber es hat gerade richtig gerauscht. Mann, ich liebe diese Musik jedes Mal. Das ist einer meiner Lieblingstracks. Und Tektas, ganz gut für uns eigentlich. Ja, kann ich jetzt gerade. Würde mir jetzt nichts einfallen, was das Tektas uns effektiv machen kann. Schauen wir auch einfach mal. Oh, Spezialangriff. Kalklinge, ja eben, das ist ja normal. Das halten wir. Okay, relativ gut aus. Ja, Wonuna hat nicht so starke Verteidigungswerte, wie ich gerade dachte. Also ich weiß, dass Wonuna nicht so krass stark in der Verteidigung ist, aber ich gedacht so, okay. Tektas ist vielleicht auch nicht so stark, aber ja. Ist schon Damage gewesen. Ja, ich denke, ich gehe hier rein. Gegen das kann er wirklich nichts machen. Alter. Beide seine Steps sind nicht sehr effektiv. Ja, das wird auf jeden Fall aushalten. Einfach ein richtig guter Typ. Aber natürlich sinkt unsere Verteidigung. Das heißt, ich muss den hier erstmal mit dem Super Wassertornado wegfegen. Sonst kann es nämlich gefährlich werden, würde ich mal sagen.
Also das ist auf jeden Fall nicht ohne, wenn die Verteidigung geschwächt ist und er dann nochmal draufhaut. Aber ich glaube, der Super Wassertornado. Ich weiß nicht, ob der One-Shotten wird. Also ich habe mir ja schon ein bisschen Damage im Mondgewalt gemacht. Das könnte schon reichen, so. Hoffen wir es einfach mal. Ganz knapp. Aber immerhin wird er rausgewechselt. Und ist jetzt keine Fett mehr. Und wer kommt rein? Maskering. Okay. Das ist Typ Käfer. Wasser. Glaube eigentlich nicht, dass das uns irgendwas kann. Wir haben noch keine krasse Feenstep, bemerke ich gerade. Luftschnitt. Ja. Das wird wahrscheinlich auch fast nichts machen. Alter, natürlich flinchen wir. Natürlich. Gut, dass ich mir die Tränke gekauft habe. Denn das brauchen wir jetzt. Dank dem Flinch, ey. Sonst hätten wir das geschafft, aber... Natürlich flinchen wir. Aber gut, wer Pokémon kennt, der weiß, dass das so ist, ne? Vor allem im Alter, wieso macht das so viel Damage? Luftschild ist doch definitiv eine spezielle Attacke. Eigentlich haben wir doch voll die guten Verteidigungswerte. Das ist ja fast die Hälfte. Wen nehme ich dann? Wer könnte Luftschild aushalten? Ja, komm, ich muss eigentlich mal Knackze nehmen. Das ist unser stärkstes Pokémon vom Level her. Ich weiß halt nur nicht, ob das auch die krassen Werte hat. Gucken wir einfach mal, wie es diesen Luftschild wegsteckt. Ja, kommt ungefähr aufs gleiche hinaus, ne? Aber ich denke, einen dürfen wir noch überleben. Das Felsgrab ist doch sehr tief. Hey! Alter, ich wollte mir eigentlich die Attacke anschauen. Holy shit! Alter, Käfer gebrummt. Kill uns halt mal fast. Nur noch 2 HP. Yo, 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 yo. Chill ein bisschen. Hypertrank. Den brauchen wir jetzt. Jetzt mal schauen. Käfer gebrummt. Wie viel Damage machst du so allgemein? Ja, eben, das ist nichts, was man eigentlich nicht aushalten kann. Und jetzt Felsgrab, das ist doch sehr effektiv eigentlich. Es wird mir hier nur nicht angezeigt, aber es müsste sehr effektiv sein. Please, kein Crit. Danke, danke, das ist echt nett von dir. Ja, eben, ist sehr effektiv. Weg mit der Maskering, ich wusste es auch. Nice, aber manchmal, das ist komisch, dass diese Funktion manchmal nicht so richtig funktioniert, so wie es aussieht. Aber ich habe nicht gelesen, wen er hat. Egal. Tektas, okay. Dagegen kann ich mich eigentlich wieder hochheilen und das dann killen. Aber ja, manchmal ist es echt komisch. Es hieß eben so, dass man so sehen kann, welche Attacke sehr tief ist und so. Man kann sogar manche Stats sehen. Ja, komm, schneller als das werden wir wohl noch sein, ne? Sei denn, es haut jetzt die Wasserdüse raus. Denke ich aber nicht. Ja, nice. Aber jetzt, diesmal war es nicht der Fall. Das ist seltsam. Dass das manchmal anscheinend einfach ignoriert wird. Aber gut. Gut, dann ist es halt so, ne? So viele kriegen gerade Experience, ey. Ich dachte, wir hätten den Lepeter dann, aber nee, das war ja, weil ich so viel geswitcht habe. Schon wieder ein Käfer. Da muss diesmal Gluak dran. Ich weiß nicht, ob Pinsir irgendeine Gesteinsattacke erlernt. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Es könnte theoretisch sein. Aber... Ich teste es aus. Ich teste es aus. Wir haben ja den Windschnitt. Und gucken wir mal, was das Pinsir so drauf hat. Überlebt, nice, Durchbruch, Alter, das ist, ja, okay, gut. Dann war Gluak definitiv die richtige Wahl und, ja, wir gehen mal für den Drachenpuls, ich denke, der wird auch ausreichen. Bei der HP, oder? Ja, eben, nice. Richtig calculated hier, schön am AP aufsparen. Und diese spezielle XP ist halt so krass, ne, man kriegt so schnell wie Schlitzer, Alter, nee. Schlitzer ist eine gute Attacke für normalen Pokémon, aber nicht für Pokémon, die einfach, das... als Courage Move verwenden wollten oder so. Das lohnt sich nämlich nicht wirklich. Und hier kann ich eigentlich drin bleiben. Weil, naja, wir haben auch wieder Windschnitt. Und Arialos ist immer RIP zu sehen, ey. Eines unserer ersten Pokémon war das einfach, ein Weberak. Und ist leider gestorben mit unserem Starter. Alter, als ob das so gute Verteidigungswerte hat. Nee, ich denke, ich muss mich nicht heilen. Ja, noch ein Tiefschlag. Hey, ich finde es voll interessant, dass es so aussieht, als würde Gluak angreifen. Ist das extra vom Tiefschlag so? Eine Animation? Oder ist das irgendwie hier nur ein Fail? Was stimmt nicht mit. Was stimmt mit dir nicht? Warum kann ich dich nicht platt machen? Weil Tiefschlag greift ja an. Zuerst an, wenn der Gegner auch angreift. Und deshalb kam jetzt gerade so eine Angriffsanimation von Gluak, wo er ja so mit seinem Schweif angreifen wollte. Und dann hat aber der Gegner angegriffen. Das wäre cool. Das habe ich noch nie bemerkt. Das wäre echt cool, wenn Tiefschlag das immer macht. Also immer die Kampfanimation
vom Pokémon nehmen, das eigentlich angreift, aber dann eben mit Tiefschlag halt zuerst angreift, ne? Das wär nicht schlecht. Guzma, was treibst du denn da? Spricht immer mit sich selbst, Alter. Der sollte mal in eine Therapie gehen. Ach, ich hab wohl keine andere Wahl. Na los, geh schon. Okay, danke, Mann. Danke. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß nicht, ob Lilie uns jetzt heilt oder nicht. Ich weiß nicht, ob die überhaupt hier ist. Ich weiß auf jeden Fall, in Ultramoon trifft man hier auf sie. Und es kann sein, dass sie einen heilt. Kann sein. Ich glaube, ich mache mal meine Cam runter, oder? Eine Stufe weiter runter, geht das? So, ich glaube, so sieht es besser aus, allgemein. Ja. Okay. Oh, Basti, dich habe ich ja eine Weile nicht mehr gesehen. Lilie ist so vollkommen erschreckt. Ich kann es kaum glauben. Du bist gekommen, uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also. Ein talentierter Trainer wie Basti gibt sich mit jemandem wie dir ab. Das ist mehr als enttäuschend. Ich werde Cosmog retten. Auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter. Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn. Das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lilie. Gibt es eigentlich irgendwas, das du kannst? Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heilen, mich Versuchsmaterial entwenden. Oh ja, das kannst du. Oha, Beef. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Aber Lilie, folgt mir und ich bin noch nicht hässlich, oder? Hat sie mich gerade beleidigt, Alter. Aber egal, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Du bist hier. Also darfst du auch zusehen, wie ich meine wunderschönen Ultrabestien herbeirufe. Ich bitte dich, Mutter, du darfst Cosmog nicht für die Ultrabestien aufopfern. Und sage nicht, und das sage ich nicht, weil ich egoistisch bin. Wenn du Cosmog benutzt, um einen Ultra vorzuzeichnen, dann wird es sterben. Ja, das ist gut möglich. Schließlich werde ich es gewaltsam dazu bringen, seine Kraft einzusetzen. Ist so vollkommen crazy. Wärst du mehr meine richtige Tochter gewesen, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Vielleicht aber auch nicht. Ja, immer eine gute Antwort. Vielleicht aber auch nicht. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Basti. Ich fürchte, dass ich dich schon wieder um Hilfe erbitten muss. Ich flehe dich an. Bitte, du musst Wölkchen retten. Nichts leichter als das. Heilst du mich? Warte. Bla, bla. Ah, oder hier? Ja, hier war es, genau. Okay. Ich kann einfach in Lilies Bett pennen. Ja, habe ich mir schon, wollte ich schon immer machen. Im Bett von kleinen 11-jährigen Mädchen pennen. Ja, quotet das auf jeden Fall mal nicht, bitte, ne? Und ja, jetzt geht's hier erst richtig los, jetzt wird's abgefuckt. Ich denke, ihr kennt das bereits alle, aber beim ersten Mal war das ganz cool und sie hat gerade gesagt, wo sind wir? Schon wieder aus Versehen angedrückt. Na los, kommt schon her zu mir. Jo, let's go. Okay, ich bin bereit, Lusamine. Ich werde dich jetzt einfach zerstören, hoffentlich, Alter. Na, was sagt ihr zu meinen kleinen privaten Sammlungen? Meine über alles geliebten Kinder, sie sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Das ist schon verrückt. Pokémon, einfach fucking Pokémon einfrieren. Das macht Frostedie. Das steht auf jeden Fall im Pokédex-Eintrag, dass das seine Pokémon-Freunde einfriert, damit sie auf ewig weiterleben können. Genauso wie sie. Nur zum einen ist Frostedie confirmed. Wenn ich meine wunderschönen Ultrabestien in diese für sie fremde Welt rufe, sind sie sicher erst einmal verunsichert, verwirrt und gereizt. Aber sie in einem kleinen Kasten wie diesen hier einzusperren, wäre einfach nur grausam. Sie sollen ihrer Wut freien Lauf lassen können. Ich will, dass sie sich hier in Alola nach herzenslos austoben. Hey, Basti! Er ist so vollkommen happy noch, Alter. Und Lilie! Es geht dir gut. Mensch, bin ich erleichtert. Sieh an. Du auch hier, lieber Tali? Auf Guzma ist einfach kein Verlass. Ich bitte dich. Du darfst keine Ultra-Pforte öffnen. Die Ultra-Bestien dürfen nicht hierher kommen. Oho, und weshalb? Oh shit, Alter. Das sind die Anime-Cutscenes. Wo man einfach nur diese entsetzlosen Gesichter sieht. Erst platzt meine Tochter rein, die mir meinen Cosmog gestohlen hat. Und jetzt auch noch mein Sohn, der mir meinen Typ 0 geklaut hat. Ich habe euch stets nur meine Liebe gegeben. Doch ihr habt es mir verrat vergolden. Ihr habt kein Recht, mich um etwas zu erbitten. Wieso sage ich eigentlich immer erbitten anstatt bitten? Und brüllen kann ich übrigens nicht so richtig. Also so, ich weiß nicht, so
gespielt brüllen. Es geht irgendwie nicht so richtig, deshalb mache ich es auch lieber mal nicht. Was, Tochter, Sohn? Seid ihr etwa eine Familie? Oh ja, das sind sie. Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali, aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nichts spielt jetzt noch eine Rolle. Okay. Ganz gechillt, Mann. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor es Lilly gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen, nicht wahr? Mann, alter Lilly. Wie viele Ultrapforten ich wo öffnen kann, wenn ich alles aufbrauche, was sich in einem kleinen gefangenen Körper versteckt. Viele wunderschöne Ultrabestien. Wie viele wunderschöne Ultrabestien dann wohl kommen werden? Bitte, hör auf damit. Du weißt nicht, was mit Nebby geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus dem Aether Paradise konnte sie sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es, da bin ich mir sicher. Tja, das juckt sie relativ wenig, wie man sehen kann. Seht her, ich werde jetzt die Ultrapforten öffnen. Kommt zu mir, ihr wunderschönen Ultrabestien. Ja, jetzt kommen hier die krassen Cutscenes, Mann. Das ist schon sick. Wie gesagt, wäre nur nice, wenn es mal sowas gibt, dass man diese Sequenzen alle überspringen kann. Müsst ihr mich auch mal sagen, wie ich es tue mit Vorlesen. Ich habe das Gefühl, in dem... Alter, meine Haare sind gerade mega weh. In dem, in der Nuzlocke hier, in der Monologue. Wenn man das jetzt vom Anfang, von der ersten Folge bis zur jetzt 25. vergleicht. Ich glaube, ich will mich nicht selbst dumm, ne, aber ich glaube, da sieht man schon einen ganz guten Unterschied. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt so mittlerweile ein bisschen besser vorlesen. Manchmal verlese ich mich noch. Oder verspreche mich auch allgemein, weil, na, ich bin es noch nicht so ganz gewöhnt, aber ich denke... Ich denke, ich habe es schon so ein bisschen drauf mit der Betonung und allem. Ich lese ja insgesamt eigentlich fast gar nicht so. Ich lese keine Bücher, ich lese auch ungern Manga. Das Einzige, was ich halt lese, sind ja im Internet halt Nachrichten von irgendwelchen Leuten oder Texte, aber halt nie wirklich so richtig Geschichten oder sowas. Deshalb bin ich nicht so bewandert in Sachen Vorlesen und so, aber ich denke, es passt schon ganz gut. Und ja, da kommen die Ultrabestien. Seht nur, es geschieht überall in Alola. Den muss ich zum Beispiel nicht vorlesen. Ich mag diese Pokémon-Geräusche, die sind einfach, ja. Kannst du nicht mal still sein, Cosmog? Du bist wirklich ein nerviges Pokémon, selbst wenn du in einem Käfig steckst. Ich bin nur an deiner Kraft interessiert. Ansonsten bist du mir völlig egal, ist das klar? Aber wie es aussieht, hat mir deine Kraft bereits gute Dienste geleistet. Inzwischen sollten sich viele wunderschöne Ultrabestien in Alola tummeln. Seht nur, auf Akala, auf Pony und auch auf Mele sind auch welche. Leider kann ich diese Anime-Lache nicht von solchen, keine Ahnung, wie man das nennt, Tussis. Diese hochnäsigen Anime-Lache, so oh, ja, so ungefähr. Währenddessen auf Mili Mili in der Nähe des Mahalo-Bergpfads. Was geschieht denn da? Ach so, ja genau, der trifft jetzt hier auf die Ultrabestie. Inselkönig, das ist ganz klar. Na nu, warum bin ich plötzlich so unruhig? Er läuft so ganz gechillt und so, was ist denn jetzt los? Plötzlich kommt so ein Muskelprotz, Alter, vor seinem Gesicht. Junge, wenn der nicht dem Teil in Real Life geht, würde ich, sag's euch, ich würde rennen. Schaut euch dieses Ding an, ja, das ist all about the muscles, man. Wenn es, ich weiß, das ist so geil bei diesem Pokémon, wenn man es halt im Kampf einsetzt. Wenn es getroffen wird, dann flext es erstmal, dann zeigt so seine Muskeln so, ich weiß, ich habe keine, aber es macht halt jedes Mal so. Und bei Erdbeben hat zum Beispiel mehrere Hits, ne? Und dann macht es wirklich mehrmals so. Es sieht so cool aus, Mann. Ich mag das Pokémon echt. Oder das Ultra Beast, was auch immer. Auf jeden Fall sehr cool. Sieht auch irgendwie aus wie so eine Maschine von Dr. Eggman oder so. Aber ja, ist halt ein Muskelprotz. Ja, und natürlich, was erstmal passiert ist, dass der Ton wieder lauter wird. Aber gut, wir sind wieder back. Alles im normalen Bereich, ne? Bin vielleicht ein bisschen zu sehr eskaliert, aber okay. Meine wunderschöne Ultrabestie. Da ist Guzma, Mann. Präsidentin, das Experiment war ein Erfolg. Also machen wir diese Pfeifen jetzt mit den Ultrabestien so richtig platt. Ja, du sagst es. Guzma, sei doch so gut und bringe zunächst einmal diese Kinder zum Schweigen. Sei doch nicht so gut, Alter, genau. Sei doch nicht so gut. So ein Sprichwort, was man immer sagt.
Ich werde die Ultrabestien aufhalten. Null wird kurzen Prozess mit mir mit ihr machen. Tadi, du nimmst Guzma. Basti, du stoppst die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Alula von den Ultrabestien überrannt. Also strengt euch an. Basti, wir müssen Nappy retten. Ich glaube sogar, diesen Soundtrack finde ich sogar noch besser als den In-Battle. Muss ich mal gucken, ob es einfach so das Theme von ihm allgemein gibt, wenn er halt spricht, den man jetzt gerade gehört hat. Was seid ihr doch für erbärmliche Kleingeister. Wenn ihr so weitermacht, erschrickt meine wunderschöne Ultrabestie ja noch. Nun, ich denke, dich sollten wir wohl als erstes zum Schweigen bringen, Basti. Okay, ich bin ready, Alter. Was hast du so für uns im Gepäck? Wenn es hier länger dauert, kann das sogar der letzte Kampf für diese Folge werden. Und ich weiß, dass jetzt viel Story auf uns zukommt. Mal gucken. Vielleicht mache ich länger, vielleicht auch nicht. Ich glaube eigentlich, das passt so, wenn ich jetzt wieder so auf ungefähr 27 Minuten gehe. Deshalb mal gucken, wie lange wir mit diesem Kampf brauchen. Auf jeden Fall hat sie erstmal einen Pixie. Das ist sogar relativ schlecht. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir haben so eine kleine Feenschwäche. Also jetzt nicht so wirklich krass, aber wirklich eine starke Fee, die gute Steps hat und so, könnte hier durch unser Team gehen. Und ja, ich habe schon mir gedacht, dass dieses fucking Pixie hier einfach mit Cosmic Kraft sich hochboosten will. Wir haben zum Glück den Spezialangriff gesunken, das heißt, so viel macht es gar nicht mehr. Ich gehe jetzt mal in Primarinem. Denn das ist auch so mit die einzige Lösung, die wir gegen Feen hier haben. Aber wie gesagt, ich bin vorbereitet. Das passt, das passt. Wir haben den Z-Move, der wird doch schon ein bisschen Damage machen, oder? Da kann das doch auch geboostet sein. Das wird schon was machen. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Ey. Also, mal gucken. Ich wünschte halt, wir hätten uns für Poppyo als Starter entschieden und das dann weggetauscht. Dann hätte ich nämlich hier jetzt einfach den Z-Move von Primarine. Was natürlich nochmal um einiges stärker ist. Und mal gucken, wie viel Damage das so macht. Ja, ne? Aber wir haben auch den Spezialangriff von ihm gesunken. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch nichts machen. Ja, eben. Ist alles gut. Wir müssen es einfach ein bisschen runterhauen. Und irgendwann kriegen wir entweder einen Crit. Oder, Alter, da ist auch schon der Crit. Metrolo. Okay, ich bin gespannt, welche Attacke bekommst du? Zornklinge. Ja gut, bringt dir leider absolut gar nichts. Und bitte heil dich nicht hoch. Muss man meinen, das wäre schön. Danke, Alter. Ja, wie gesagt, ne, Crit. Bisher sehr oft auf unserer Seite. Gab jetzt, glaube ich, nur einen Moment hier in dieser Wonderlog, wo ich jetzt gerade dran denke, wo ein Crit halt mal nicht auf unserer Seite war, und das war obvious gegen unser Garados in dem Totenfight, wo ich gesagt habe, so, ja, passt eigentlich alles, nur ein Crit könnte uns killen, ansonsten haben wir eigentlich gewonnen, wenn es uns nicht crittet, und macht ersten Move und kriegt einen Crit. Mal gucken, vielleicht mache ich auch ein Best-of oder irgendwie so eine Death-Combination von unseren Pokémon oder so am Ende, weil da sind wir ja bald. Dauert schon noch ein bisschen, ein gutes Stück. Aber bald, ich denke so in 2-3 Wochen, werden wir schon fertig sein. Und dann mal gucken. Macht eigentlich wirklich sehr Bock, so eine Wonderlog zu zocken. Ist halt sehr chillig. Ich kann meine Vorleseskills ein bisschen trainieren. Und ich hätte die Wonderlog so oder so gemacht. Also auch ohne Aufnahme hätte ich die Wonderlog gemacht. Weil ich das vor Pokémon Ultra Moon und so einfach machen wollte. Nochmal Sun und so cool durchspielen. Deshalb ja. Na gucken, wenn wir hier damit fertig sind, was als nächstes kommt, ob wir dann sowas wie Projekte hier wirklich auf dem Kanal weiterführen, weil bisher habe ich ja nur so Formate, wie eben mit Smash, einfach mal so For Glory Formate oder so, aber so ein richtiges Projekt hatte ich eben bisher noch nicht von einem Game oder so. Kann ich mal gucken, gibt ja auch mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Switch-Spiele. Ich spiele momentan, wie gesagt, Breath of the Wild, habe jetzt zwar nicht mein Shirt an, aber ich habe mein Joy-Con Boys T-Shirt an, ne? Also auch was mit der Switch zu tun hat. Und ja, was soll ich sagen, ne? Die hat halt jetzt mittlerweile echt ganz gute Spiele parat. Traumagil, okay. Dafür habe ich wohl Nona. Da können wir nämlich mit Bürde draufhauen. Und ja,
Vielleicht werde ich irgendwann mal auch normale Let's Plays bringen, ich weiß es nicht. Ob ich wirklich so der gute Let's Player werde. Aber man weiß es auch nie, wenn man es wirklich noch nie gemacht hat. Sagt man ja immer so schön, ne? Aber naja, mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall kommt Pokémon Ultra Sonne Monolog. Oder sogar Randomize, wenn ich das hinkriege. Das wäre cool. Also das möchte ich auf jeden Fall dann noch machen, aber kann auch noch ein bisschen dauern. Und ich würde eigentlich sehr ungern Monona verlieren. Ich hab mir ein bisschen mehr Damage erhofft. Ich wechsle einfach direkt eigentlich zurück nochmal in Primarine. Ich möchte hier wirklich, wie gesagt, nichts riskieren. Wir spielen vollkommen safe. Und finde ich auch eigentlich ganz gut. Und jo, Magieflamme sieht ziemlich cool aus. Und senkt auch unseren Spezialangriff. Ja, aber wir haben eben Psychokinese. Daran habe ich nämlich nicht gedacht. Ich glaube, ist das Ding Typ Gift oder nicht? Wartet mal. Bin ich gerade dumm? Oh, holy shit, das macht ja ultra viel Damage. Ich glaube, es ist nicht Typ Gift, ne? Ja, eben. Warum habe ich gerade gedacht, das ist Typ Gift? Dumm. Sehr dumm. Aber gut. Wir halten uns einfach hoch und dann gehe ich halt für die Step. Das wird dann definitiv reichen. Wahrscheinlich habe ich es auch gerade so hinbekommen, dass die sich hier nicht mit dem Hypertrank hochheilen möchte. Also von der HP-Range, wo die gerade so drauf ist. Schauen wir uns ja gerade an, ja. Ja, eben, sie heilt sich nicht hoch. Dann war das doch gar nicht mal so schlecht, für die Psychokinese zu gehen. Senk ruhig weiter unseren Spezialangriff. Ich werde jetzt eh gleich rauswechseln. Tut mir leid, aber so ist das halt nun mal. Alter, als ob das nicht reicht. Ja, wir haben halt zweimal Spezialangriff gesunken. Ja, aber ich hätte gedacht, das wird schon noch reichen. Aber okay. Stecken wir weg. Kein Crit vom Gegner. Sehr nice. Ich will eigentlich ungern Primarina verlieren, weil das hier echt unser Pokémon ist. Es hat halt einfach einen mega guten Typen. Also einfach sowohl für Playfu als auch für Competitive ist es einfach ein richtig, richtig guter Typen. Einer der besten. Wasserfee und Stahlfee, würde ich glaube ich sagen, sind somit die besten Typen, die es überhaupt gibt im Game. Und ich habe gerade schon wieder den Namen gelesen und instant vergessen, was für ein Pokémon das einfach war. Aber ich nehme mal Machomai, das hat mir nämlich diesmal noch gar nicht. Vielleicht ist es ja der richtige Pick. Ich weiß es nicht. Costoso, okay. Ist auch Typ Kampf, ne? Ich glaube, es ist nicht Typ Normal. Ich habe hier gar nicht den... Ich kann ja nur pro Kampf einmal auf den Z-Kristall gehen. Vollkommen vergessen. Coole Augen. Alter, als ob die immer meinen Angriff oder so schwächen will. Das ist mega unfair. Wie viel Damage machst du jetzt? Das ist absolut gar nichts. Dann gehe ich für den Geowurf. Ich glaube, Geowurf ist dann allgemein besser. Oh, erstmal Bodycheck abgewehrt. Easy money. Geowurf müsste dann insgesamt mehr Damage machen. Ja, dann wird hier halt ein bisschen. Ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Wir machen ja mal gleich viel Damage. Dann wird hier halt einfach ein bisschen jetzt, nicht vorgespult, aber keine Ahnung, A gespammt. Geh am besten nochmal für Bodycheck und Miss. Ah, schade. Okay. Ich dachte zuerst, das wäre ein Crit, aber es war's. War gar keiner. Costoso, nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Alter. Fast einfach ein Machomai von, Full HP O-Code, ey. Läuft. Milotic. Okay. Physisches Pokémon. Brauche ich eigentlich. Ja, eigentlich Machomai, aber der hat halt jetzt den Angriff zweimal gesunken. Das heißt, wir wechseln in Knachse wieder rein. Und naja, hoffen wir auf uns Beste, dass das Ding keinen Eisstrahl hat, denn dann wären wir hardcore gefickt. Ja, aber ich gehe mal für den Wutanfall. Hydropumpe, okay. Hätte aber locker nicht gekillt. Also komm, Wutanfall, hau das Ding einfach weg, danke. Passt. Okay, es hat noch eine Chance. Hydropumpe. Und nochmal abgewehrt. Easy money, Alter, ja. So muss das aussehen. Zweimal Hydropumpe hätte nämlich definitiv gereicht. Also da bin ich mir wirklich sicher. Das Hydropumpe da hat zweimal definitiv gereicht. Und wir waren ja in Wutanfall gelockt, so, ne? Hatten wir also Glück? Wie unverschämt du bist! Ich bin nicht unverschämt, ich bin einfach nur krass, Alter. Sorry, aber ist halt so. Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Ihr seid mir völlig egal. Alles, was ich brauche, ist meine wunderschöne Ultra-Bestie. Alter, chill mal, wirklich, ohne Witz. Du bist free, Mann. Wir haben dich gerade absolut gereckt. Nein, die Ultra-Pforte schließt sich. Guss mal zu mir. Wir werden die Ultra-Bestie mit dem Ultraball fangen, den wir extra entwickelt haben. Oh, die haben den Ultraball entwickelt. Oha. Wusste ich noch gar nicht. Jawohl. Alles klar.
Die haben Ultrabälle entwickelt, Alter. Okay, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen. Mutter! Ja, die jumpen da jetzt, glaube ich, rein, ne? Oder war das Ultramond? Weiß es nicht mehr, ey. Tschüss. Okay, sie läuft einfach rein. Aber ich weiß, dass sie in Dings so reinspringen. In Ultramond. Oder auch da rausfliegen, ey. Ultramond war schon ganz nice. War schon ein nice Game. Wieso? Und jetzt kommt Nebby da so raus. Das sieht so lustig aus. Dann, Nebby, geht es dir gut? Nebby! Was hast du? Das sieht einfach so lustig aus. Das Ding ist nämlich wirklich mini klein, ja? Wiegt aber ultra viel. Schaut es euch an, das ist mini. Das ist einfach richtig, richtig mini. Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich gar nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir ja doch nichts tun. Natürlich, Mann. Es geht doch noch weiter, oder? Oder nicht? Bin mir gerade nicht sicher. Kein Plan. Was jetzt alles noch so kommt. Aber wir... Alter, hier ist eine Flasche und die knackt die ganze Zeit. Soll mal ihr Maul halten. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ich weiß nicht mehr, wie ich die gesprochen habe. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Guzma sind durch ihre Ultrapforte verschwunden. Und Cosma rührt sich nicht mehr. Wir können unsere Mutter nicht einfach in der Welt der Ultrabestien lassen. Egal wie sie sich verhalten hat. Sie ist und bleibt unsere Mutter. Wir können vielleicht in diese andere Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Alola auf unserer Seite hätten, das alle Leute so verehren. Aber ob es überhaupt real ist? Und klar ist es das. Schließlich sind die Ultrabestien ja auch real, oder? Na also. Wir werden es schon finden. Keine Sorge, wir finden das legendäre Pokémon sicher. Ja, alles wird gut. Basti, Tali, ich danke euch beiden. Also falls ihr noch euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unsere Angestellten nutzen, vor euch bereit gemacht haben. Ich habe gerade den Satz überhaupt nicht gecheckt. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Hier, im Mutters Bett, so wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber das wird heute Nacht das letzte Mal sein. Ich möchte auch gern schlafen. Warte. Extra Schnipsen geübt. Ich konnte nie schnipsen, ey. Ich kann immer noch nicht pfeifen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich kann nicht pfeifen. Aber Schnipsen habe ich mir jetzt mal beigebracht, weil es einfach cool ist. Ich kann es nur noch nicht so laut. Aber gut. Ja, guck, wie wir schon so aufs Bett schauen, ne? Das sieht einfach schon so... Das sah einfach gerade so direkt so aus, als hätte er so an die letzte Nacht gedacht. Ne, wisst Bescheid. Basti, Lilly wartet draußen auf dich. Ja, Lilly kann noch warten bis zur nächsten Folge, die wahrscheinlich aber direkt morgen oder übermorgen kommen wird. Deshalb würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin, haut ihr rein. Ciao.